ein Glas Wölf-Klickow, Frau Kollega? Oder ist die Stimmung festlich genug? Ein Augenblick, Frau Schmeckle. Nur einen Moment. Bitte nicht. Nur bitte. Ein Augenblick. Aber lassen Sie mich doch weiter tanzen. Es ist doch gerade so schön gewesen. Sieht ganz anders aus in dem Kleid. Warum? Fällt es Ihnen nicht? Wohl sehr. Aber es fällt mir fast schwer, Ihnen so Schwester zu sagen. So lassen Sie doch die Schwester weg, Herr Kaplan. Sie müssen aber her, wenn es zu mir sagt. Herr Kaplan, zum Direktor. Was machen Sie da? Ich habe tanzen. Das habe ich gesehen. Aber wie kommen Sie überhaupt rein? Warum soll ich nicht da sein? Es geht mir ja gut. Ob es Ihnen gut geht oder nicht, das beurteilen müssen Sie schon mir überlassen. Sie gehen jetzt auf Ihr Zimmer. Er hat mir leid da. Dann habe ich gesehen... Was? Dass er ruhiger geworden ist. Dass er wieder Freude hat am Leben. Er hat ja auch wieder angefangen zu arbeiten. Aber liebes Kind, deswegen kann ich ihn doch nicht entlassen. Wir reden dann morgen darüber. Also, gute Nacht. Ich bin angefordert worden von Herrn Dr. Ladunner. Heimatort, Alter und Zivilstand. Das steht alles in meinem Krankenschein. Euer Direktor sei ins verschwunden. Ja, seit heute Morgen. Hey, Sie, kommen Sie mal mit. Ich geisse weder hey noch Sie. Wir kommen jetzt in eine eigenartige Welt. Zum Matto. Ja! Willkommen in Mattos Reich, Wachtmeister. Alter Nüpfer, ungut, Herr Studer. Hätten Sie gerne eine Flasche Bier? Wir müssen arbeiten.